kurzes Video zu unserer Thermomatte, die uns sehr gute Dienste geleistet hat hier. Gute Qualität und einfach zu installieren und auch wieder abzumachen. Und das zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz. Man macht zuerst die Velcros auf. Und dann die Tür. Wird nur ausgehängt. Und das war schon auf der einen Seite. Jetzt haben wir hier. Fertig. So, jetzt packen wir das gute Teil wieder zusammen. Etwas schwierig heute Morgen vereist. Morgen. Fertig. Ja, liebe Videofreunde, unser vorletzter Urlaubstag hat angebrochen oder ist angebrochen. Wir haben mega geiles, traumhaftes Winterwetter. Ey. Also so viel Schnee haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so viel Schnee gesehen habe. Wir waren ja gestern zum Skifliegen gewesen und da hat es ja also den ganzen Tag geschneit, aber das war auch schön. War wunderschön. Es hat einen heftigen Schneefall gestern gegeben, aber traumhaft. Und erst war es so sehr nasser Schnee, aber zum Abend hin wurde das dann schöner und war ganz, ganz toll. Wir waren nochmal beim Skifliegen gewesen gestern und auch mit diesem Schneefall war das irgendwie auch eine ganz tolle Stimmung gewesen. Es war auch wieder ganz gut was los im Stadion, zwar nicht so viel wie am Samstag, aber es war gut besucht. Mir ist nur leider gestern ein Missgeschick passiert und zwar auf dem Weg zur Skiflugschanze gab es so Brücken, habe ich auch Fotos gemacht, wo man drüber gelaufen ist. Und ja, der Iller unten drunter fließt und dadurch, dass es am Samstag geregnet hatte, war das alles vereist. Dadurch, dass auch so viele Menschen drüber gelaufen sind zum Skifliegen, war das eine Eisschicht. Das hat man aber nicht gesehen, sondern es hat drüber geschneit gehabt. Und mich hat es derart hingelegt, dass ich auf dem Hinterkopf geknallt bin, aber wie noch nie in meinem Leben. Der Kopf ist voll auf Eis geknallt. Ich musste auch erstmal liegen bleiben, ich konnte nicht mehr aufstehen, weil ich mich erstmal sammeln musste. Ich habe im ersten Augenblick gedacht, das war's, das war, jetzt ist vorbei. Also ich bin, als ich da gelegen habe und habe in den Himmel geguckt, habe ich gedacht, das war's. Es hat einen Schlag gegeben auf den Kopf, ich kann es gar nicht sagen, wie. Gott sei Dank, alles gut gegangen, keine Gehirnerschütterung, aber mir tut heute alles weh. Alles, und Gott sei Dank hatte ich die dicke Wellensteigenjacke angehabt, was viel abgefangen hat. Aber heute tut mir echt alles weh. Wenn es jetzt so ein bisschen wackelt, der Michael hat gerade unser WC gemacht und dann rüttelt es durchs Wohnmobil ein bisschen, wenn man das wieder reinschiebt. So, jetzt warten wir noch, dass wir das Wasser ablassen können. Und dann wollen wir einfach mal ein Stück in die Natur rausfahren und mal schauen, ob wir hier irgendwo ein bisschen hochwärts kommen. Vielleicht nochmal die Drohne fliegen lassen können heute und ja, einfach mal diese wunderschöne Natur genießen. Das ist ja irre, ist das. Es ist ein Traum, wirklich. Also Michael ist so lieb, dass er heute mal nicht Ski fährt. Alter. Jo, jetzt kommt der Schnee vom Dach runtergerutscht.
Und wir einfach mal heute einen relaxten machen. Das tut mir auch mal ganz gut, weil mir tun heute wirklich sämtliche Knochen von dem Sturz gestern weh.